Herzlich willkommen zurück, meine Freunde, zu Assassin's Creed 4. Wir hatten hier gerade so ein paar Problemchen mit so Wasserhosen. Denen sind wir mehr oder weniger gut aus dem Weg gekommen. Und wir sind auch fast an unserem Punkt, wo wir hin wollten. Wir sind sicher nahe am Ziel. Ja, perfekt. Beim Klabauter, Mann! Wir leben! Was für ein Chaos, Herrgott! Bei Gott, da haben wir dem Tod noch mal ein Schnippchen geschlagen. Ich bin Edward. Hab vielen Dank für deine Hilfe. Ada Welly. Warst du schon mal in Nassau, Ada Welly? Noch nicht. Bei Gott, sie hat gut eingesteckt, oder? Ich glaube, ich behalte sie. Alle Mann nach Achtern! Wir nehmen die Gute mit heim! Mission beendet. Ey, langsam feiere ich das Spiel einfach. Gut, ich habe natürlich wieder keine Punkte bekommen, aber langsam feiere ich das. Wir haben ein eigenes Schiff. Hallo, wie geil ist das denn bitte? Besser geht's ja schon fast gar nicht. Jetzt weiß ich es, Ade. Ich nenne sie Jackdaw. Nach einem listigen Vogel aus meiner Kindheit in Swansea. Ein diebisches Geschöpf, nicht? Habe ich dich etwa verstimmt, als ich mir die Brick genommen habe? An diese Art von Verstimmung habe ich mich gewöhnt, wenn ich mit Männern segle, die so bleich sind. Es stimmt. Die meisten würden dich nicht als Captain akzeptieren. Nun, welcher Posten könnte dieses Unrecht aufwiegen? Ich werde Quartiermeister. Nicht weniger. Nun gut. Und als Quartiermeister hast du da einen Rat für deinen ungeübten Captain? Ruhe und ein Mahl wären gut vor Nassau. Etwas Trinkwasser sowie Reparaturen und Proviant. Vernünftig, Sir. Jagen wir also. Finden wir einen passenden Ankerplatz. Ich habe im Frachtraum ein paar Dinge gefunden. Pulver und einige Pistolen. Wenn möglich, fertige ich einen zweiten Holster an. Das wäre ein Anfang. Findest du das lustig? Können wir einen Moment über den Zustand des Schiffes reden? Gibt's Probleme? Heute früh habe ich mir das Kanonendeck angesehen und traute meinen Augen nicht. Ein Haufen Zündeisen gestapelt wie Zunder. Sowie eine Lunte, die tatsächlich noch brannte. Ach Gott. Direkt daneben zwei Fässer Schießpulver. Näher als ein Mann seinem Weib. Die beim ersten Funken in die Luft gehen. Wir werden es ordentlich verstauen. Und die Kanonen könnten wir gleich wegwerfen. Verstopfte Zündlöcher überall. Die Läufe setzen Rost an, die Ladestöcke gerupft wie Hühner und die Zündschnüre so verrottet, dass sie als Neger antaugen. Auf den Punkt gebracht, wir brauchen gute Ausrüstung, die gut in Schuss ist. Wir können nicht jede Schlacht mit Glück und Geschrei gewinnen. Also kümmere dich ruhig um deine eigenen Waffen, solange du darüber nicht die Jackdaw vergisst. Nun wohl wahr. Wir werden dafür sorgen, dass Schiff und Mannschaft in gutem Zustand bleiben. Biere freimachen, lasst etwas Segel sehen! Okay, ich kann mir jetzt da drüben anscheinend... Oh, sorry. Ich würde mir gerne die Insel mal angucken. Kann ich jetzt einfach hinspringen? Der Captain will sich die Insel angucken. Okay, wir können also unser Schiff später aufwerten. Ja, die sieht noch nicht so pralle aus, muss ich sagen. Vielleicht können wir noch ein bisschen was rausholen später im Laufe des Spiels. Mal schauen. Jetzt möchte ich erstmal kurz gucken, ob es hier auf dieser Insel was gibt. Ich bin auch extra nicht so nah rangefahren, weil hier Sandbänke und so, da hatte ich keinen Bock drauf. Sonst stecken wir irgendwann noch fest oder unser Schiff geht kaputt. Das kann ich natürlich nicht, kann ich meinem Schiff nicht antun. Und jetzt will ich mal kurz, seht ihr, da ist nämlich, da oben blinkt's. Hahaha, da ist doch was. Nur mal gucken, wie ich da hinkomme. Huch, nicht, stopp, halt. Ich will hier zwischen. Das war der Plan und er hat funktioniert. Mehr wollte ich gar nicht. Gibt's hier noch irgendwas?
Ist das hier vorne? Was ist das? Einfach nur Kisten, oder kann ich die aufmachen? Ich kann drauf klettern, das ist natürlich super. Ach, erbeuten. Geil, wir haben 3 Metall bekommen. Wofür auch immer wir die gebrauchen können. Gut, jetzt muss ich wieder zurück zu meinem Schiff. Ich spring von der Palme, so voll geil. Yeeha. Oh, habt ihr gesehen, da waren Delfine. Da ist ein Delfin gehüpft. Abgefahren, ich hätte doch näher parken sollen. Aha. Merke ich mir fürs nächste Mal, muss ich nicht so weit laufen. Ich sehe keine Delfine mehr. Haie zum Glück auch nicht. Aber gegnerische Schiffe sehe ich. Und das ist genug. Ich glaube, die könnten mir gleich noch Probleme machen. Boah, das Wasser sieht so geil aus. So voll gezeichnet. Richtig schön. Hammer. Gut, nach Abaco Island. Da müssen wir hin. 800, nee, 1000 Meter sogar. So, alle an die Segel bitte. Ich bin wieder da. Ich habe das Kommando. Gebt mir etwas Segel. Bam. Los geht die Fahrt. Wir fahren am besten mal hier rum. Warum? Was ist das für ein Zeichen da auf der Karte? Da ist so ein Zeichen. Ah, das da. Was ist das? Treibgut, okay. Das ist bestimmt auch für irgendwas sinnvoll, aber mich interessiert das erstmal nicht. Boah, unsere Segel sehen auch irgendwie mitgenommen aus. Nicht schön auf jeden Fall. Was ist das da vorne für eine Flotte? Ah, gegnerische. Na, wer hätte es gedacht? Hallo, ach, die Engländer sind das, oder was? Macht's gut. Ah, schnell, schnell, schnell. Verabschiede dich von deinem hässlichen Leben. Haha, versenkt. Der zweite fährt uns. Was ist mit dem zweiten? Fährt der weg? Ah, nee, der steht da. Ja, aber anscheinend hat der keinen Bock zu kämpfen, habe ich das Gefühl. Wie sammle ich das Treibgut ein? Muss ich dafür wirklich ins Wasser springen oder kann ich einfach voll casual-mäßig drüber fahren? Ah, ich kann drüber fahren. Wie praktisch ist das denn? Aua, 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 aua. Alles setzen und scharf zum Wind ausrichten. Huh. Daneben, oder? Ja. Nicht gerade so. Ihre Salve hat uns getroffen, Sir. Das zu reparieren. Wir verkacken. Scheiße. Da war ich ein bisschen zu greedy. Ich wollte dieses doofe Schiff versenken. Ich meine, ich weiß auch noch gar nicht. Ach Gott. Pulver und einige Pistolen. Muss ich den ganzen Kram nochmal machen. Wie ätzend ist das denn? Das wäre ein Anfang. Findest du das lustig? Können wir einen Moment über den Zustand des Schiffes reden? Gibt's Probleme? Heute früh habe ich mir das Kanonendeck angesehen und traute meinen Augen nicht. Ein Haufen Zündeisen gestapelt wie Zunder. Sowie eine Lunte, die tatsächlich noch brannte. Ach Gott. Direkt daneben 2 Fässer Schießpulver. Näher als ein Mann seinem Weib. Die beim ersten Funken in die Luft gehen. Wir werden es ordentlich verstauen. Und die Kanonen könnten wir gleich wegwerfen. Verstopfte Zündlöcher überall. Die Läufe setzen Rost an, die Ladestöcke gerupft wie Hühner und die Zündschnüre so verrottet, dass sie als Neger antaugen. Auf den Punkt gebracht, wir brauchen gute Ausrüstung, die gut in Schuss ist. Wir können nicht jede Schlacht mit Glück und Geschrei gewinnen. Also kümmere dich ruhig um deine eigenen Waffen, solange du darüber nicht die Jackdaw vergisst. Nun wohl wahr. Wir werden dafür sorgen, dass Schiff und Mannschaft in gutem Zustand bleiben. Das klingt doch gut und wir sind sogar schon fast da. Das ist die Insel, wo wir hin wollten. Abaco Island. Ja, wir sind angekommen. Ich sollte vielleicht nicht unbedingt auf den Sandbank laufen. Zählt das schon als angekommen? Muss ich da irgendwie hinfahren? Captain hat das Ruder. Bring die Hauptsegel in den Wind. Oh, wer seid ihr? Greift ihr mich an? Sind die nett oder greifen die mich an? Lasst mich in Ruhe. Aufgein, aufgein. Anscheinend komme ich da gar nicht reingefahren. Ah, doch, hier. Au!
Boah, Dreck Sandbänke immer, weißt du? Ich muss anscheinend, glaube ich, doch da einfach drauf. Ja. Ah, gut, dann, Ach, ich kann auch ranzoomen. Du darfst gerne das Steuer verlassen. Ah, halten. So, jetzt kann ich hier wahrscheinlich einfach drauf. Captain über Bord. Ja, Captain will hier auch einfach hin. Frage ist, ob ich segeln muss oder ob ich einfach so aufs Festland darf. Also, Festland ist relativ. Ah, Leguane erledigt. Ocelots erledigt, okay. Ey, Sie können Tiere jagen und häuten, um Tierprodukte zu sammeln. Diese Ressourcen ermöglichen neue Gegenstände und Upgrades für Edward herzustellen. Mit dem Adlerauge können Sie Tiere leicht erstecken. Herstellungsmenü über das Pausenmenü. Okay, dann töte ich erstmal den hässlichen Ocelot da vorne. Der hat es nämlich nicht anders verdient. So, häuten. Perfekt, nachladen. Ah, da läuft noch so ein hässliches Vieh. Hallo, Herr Ocelot. Das war ein großer Ocelot. War das vielleicht eher so ein... Okay. Ich dachte, das wäre so ein Panther oder so gewesen. Aber scheinbar war es ein Ocelot. Was brauche ich jetzt noch? Leguane. Und hier ist auch noch irgendwo so ein Fragment und hier ist auch noch ein Bötchen. Was bringt mir denn das Bötchen? Ah, zurück zum Schiff. Okay, ich würde aber gerne noch die Leguane finden. Sind die hier überhaupt auch auf der Insel oder sind die irgendwo anders? Ah ne, die sind hier. Okay. Das war ein Leguan. Und jetzt gilt es noch den zweiten zu finden. Hallo Ocelot. Da rennt er. Lässt mir meine Beute wohl in Ruhe? Der wollte schon abhauen, der hatte schon Angst. Nicht mit mir. Cheats. Cheats erlauben ihnen bla bla. Ich will keine Cheats, geh weg. Öffnen Sie den Abschnitt Herstellungen. Ah, hier. Ah. Oha, hier gibt's aber viele. Walfängermontur. Bullenhaie gibt's. Hammerhaie gibt's auch. Geil. Okay. Pistolenholster. Eine zusätzliche Pistole. Ich bin eh kein Fan von Pistolen, deswegen nehme ich mir erstmal so ein Gesundheits-Upgrade. Und dann gucke ich mal, der Rest kostet mich noch Hirschpelz, Jaguarpelz und Knochen des großen weißen Hais. Geil. Das finde ich nice. Und ich habe noch gesehen, es gibt Upgrades für Edward. Also es waren genau diese, die Knarren. Und es gibt für das Schiff hier auch Sachen. Nicht verfügbar. Ach, schade. Kommen Sie in der Hauptgeschichte weiter. Okay, dann checken wir das auf jeden Fall später. Herstellung? Warum will er, dass ich nochmal hier hingehe? Ach so, ich kann das auch noch bauen. Ja, geil. Okay. Direkt mal alles gebaut. Dann, nehme ich mal kurz den Aussichtspunkt hier ein. Ah ne, ist... Hä? Aussichtspunkt? Ach lustig, das hier ist ein Aussichtspunkt. Das ist ja süß. Ist ja voll winzig. So. Süßer Aussichtspunkt. Sonst sind das immer so Riesengebäude, jetzt ist es einfach so ein kleiner Ast. Cool. Okay, hier haben wir nämlich noch einen Schatz. Whee!